Der ehrbare Kaufmann hat in unserer Republik eine lange Tradition und das mit gutem Grund. Der Begriff des ehrbaren Kaufmanns steht sogar im Paragraphen 1 des IHK-Gesetzes und klingt zunächst nach Vergangenheit und alten Tugenden. Dabei bedeutet er heute mehr denn je. Sich nicht auf sittenwidrige Geschäfte einzulassen, sich nicht dem Wucher hinzugeben, sich nicht der Ausbeutung hinzugeben. Der ehrbare Kaufmann steht daher für mich noch immer als Leitbild für seriös handelnde Unternehmen. 2000 wurde ich zum Vorstand der Oberhessen Versorgungsbetriebe bestellt. OVAG, das klingt erst einmal nach Zweckverband und nach öffentlich-rechtlich geprägtem Unternehmen. Das ist aber mitnichten so. Unsere Unternehmensgruppe hat eine ganz elementare Aufgabe, die Daseinsvorsorge für unsere Kunden zu sichern. Und das bedeutet nach meinem Verständnis das permanente Ringen um den Verbraucher, also unseren Kunden und den Bürgern, das Dasein zu erleichtern und zu verbessern. Dazu gehören der öffentliche Personennahverkehr, ebenso wie die Erzeugung regenerativer Energien, der Handel und Vertrieb mit Strom und Gas, sowie die Lieferung von Wasser in unserem regional verwurzelten Geschäftsgebiet bis hin nach Frankfurt am Main. Und das ist auch mein Antrieb als Präsident der IHK Gießen-Friedberg und all den anderen Ämtern und Ehrenämtern, die ich im Laufe meines Lebens gerne übernommen und begleitet habe. Ob als Bürgermeister, als Lehrbeauftragter an einer Hochschule oder als Vizelandrat eines Landkreises, es gilt und galt immer, einen festen Kern von Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit in Verantwortung in Einklang zu bringen. Daher verstehe ich die von einigen Mitgliedsunternehmen geäußerte Kritik über eine vermeintliche Zwangsmitgliedschaft bei der IHK nicht wirklich. Hier ist jedes Mitglied gefordert, sinnvolle Dinge zu verändern und auch mitzubestimmen. Themen wie Aus- und Weiterbildung, Existenzgründungen, Innovation und Umwelt sowie Standortpolitik sind doch vor Ort im Rahmen von Selbstverwaltung viel besser aufgehoben als in einer staatlichen Form in Wiesbaden. Es genügt doch schon ein Blick auf manche osteuropäische Nachbarn. Es ist nichts entscheidender als die Freiheit der Beteiligten, ihre Handlungen selbst zu bestimmen und das aus Überzeugung. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass sich die Mitglieder der Kammerorganisation noch mehr engagieren und für die elementaren Aufgaben der IHKs eintreten. Das ist schließlich eine demokratische Verpflichtung. Also mitmachen, mitbewegen, mitgewinnen.